Was geht, Leute? Herzlich willkommen auf einen neuen Vlog auf meinem Kanal. Heute nehme ich euch einfach mal mit. Ein paar Sachen habe ich heute Morgen schon erledigt, ja. Heute nehme ich euch mal mit. Wir holen jetzt nämlich gleich meine Freundin ab von der Arbeit. Ich bin schon dick spät. Ja, aber ich muss jetzt schnell los. Dann fahren wir in mein Taunuszentrum. Nehme ich euch auch mit. Und heute Abend, ganz wichtig, Highlight des Tages wird sein, dass wir Avatar gucken gehen heute im Kino in 3D. Mal gucken, wie das Ganze wird. Ich habe schon gehört aus vielen Ecken und Kanten, so, das soll gut sein. Mal gucken, wir machen heute mal unser eigenes Bild raus. Ja, vergesst auf jeden Fall, Leute, ganz wichtig, es ist kostenlos. Daumen hoch, Abo da lassen, einen netten Kommentar da lassen. Mal gucken, ob wir 4 Kommentare heute schaffen mit diesem Video. Hoffentlich ja. Mal gucken, ob wir 3 Likes schaffen mit dem Video. Hoffentlich ja. Und ja, mein Arm tut höllisch weh. Mal gucken, wie dieser Vlog wird. Ich war heute Nacht nämlich im Gym. Es wird eine sehr starke Sache heute. Mein Arm brennt gerade. Und ich nehme gerade eine Minute erstmal auf. Ja, ich nehme mal den Arm mit. Kopf mit. Schaut rein. Maggis! Wir fahren jetzt zu Maggis. Schatz, wenn du das Video siehst, wundere dich nicht, Schatz. Ich hole dir nur kurz was zum Snacken, weil du jetzt gerade aus hast. Okay? Problem ist gerade, hier ist eine riesen Schlange. Gebt euch das mal. Geisteskranke Schlange gerade, ich weiß nicht. Ich gab's kein Maggis die letzten 2 Tage. Ich glaube, wir gehen rein einfach. Holen uns drin einfach was. Hoffentlich schaffen wir es noch. So, Einkauf check. Einkauf liegt hier. Ich hoffe, Schatz, ich weiß, ich bin zu spät. Ich habe schon 16.03 Uhr. Sie hat um 16 Uhr aus. Fuck. Aber ich hoffe, Schatz, ich kann dir damit eine Freude machen. Und ja, jetzt hole ich auch ab. Ich bin jetzt gleich da. Nur so, weil du willst das Video nachher dann eh sehen. Damit du halt weißt, warum. Bin gleich da, Leute. Bis gleich. So, Leute, wir sind jetzt da. Ja, sie müsste auch schon da vorne draußen gleich zu sehen sein. Ja, da ist sie. Wir sind da. Schatz, es tut mir leid. Wir haben 16.14 Uhr. Schon 14 Minuten zu spät, aber ich hab's geschafft, Schatz. Und ich hoffe, mit den Überraschungen kann ich dich überraschen jetzt. Nein, bist nicht. Das ist geholt. Ist aber nur eine Überraschung erstmal. Danke. Ich hoffe, guck rein. Ja, ich hab's doch gesehen. Mit was ist das aber? Weiß ich nicht. Guck rein. Rein? Guck doch einfach rein. Was meinst du denn? Apfeltasche? Ja, was noch? Okay, warte. Meinst du Happy Meal? Ja. Sehr schön. Mit was? Weiß ich nicht. Mit was diese Happy Meal? Nuggets. Mit was? Und Pommes. Und was? Weiß ich nicht. Und was noch in diese Happy Meal? Keine Ahnung. Apfeltasche, ja. Dann hast du ja noch drinne, hast du ja noch deine Pommes. Mhm. Was noch? Cola. Really, nigga? Ja. Die Nuggets? Ja. Und was ganz Wichtiges noch? Bio-Äpfel. Richtig. Bio-Äpfel. Weil du Hunger hast. Ja. Dann kannst du was essen jetzt. Komm, was essen jetzt. Ja. Ich hab noch was. Noch was. Guck mal. Ich weiß nicht. Also ich weiß so, du wolltest die, also du hast es gebraucht. Was? Du hast es gebraucht und ich hatte heute eine Blitzidee, Schatz. Ich hatte eine Blitzidee. Ja. Ich hatte heute eine Blitzidee. Warte. Ich hatte heute, Schatz, eine Blitzidee und ich hab's dann gemacht. Hier. Was ist das? Ohrringe. Du brauchst doch die ganze Zeit ein paar. Ah, fuck, da steht noch Preisliste drauf. Nein, ich hab nicht weggemacht. Scheiße. Ja, ich mach gleich weg. Ich mag, aber guck, sind es die du brauchst? Ja. Ja. Weil du brauchst es doch die ganze Zeit. Welche? Welche? Ja? Ja. Du brauchst doch welche, weil damit du reinpasst. Wird schön, jetzt hast du noch Ohrringe. Und jetzt hier im Taunuszentrum. Passt doch, oder? Aber mach Preis ab. Ja, ich mach gleich ab. Wir sehen uns gleich mal im Taunuszentrum. Yeah! No!
endlich angekommen. Mein Taunuszentrum. Wir haben heute noch gerade was vom Kofferraum und danach, wenn wir fertig sind, geht's los. Dann treffen wir uns mit meinen Eltern und danach gucken wir einfach mal, was geht. Vielleicht haben die ja stabile Sachen hier. Mal gucken. Ich nehme euch einfach mal mit. Besser gesagt, wir nehmen euch einfach mit. Ja. Bis gleich. Go bow for the result, oh. Nothing to discuss, oh. Cause I did win by default and without any doubt, oh. I'm a me happy adult, oh. I no go feed the girl, I no go feed the girl insult, oh. I'm a mind that's really dark, oh. I put my life into my job and I know I'm in trouble. She manipulate my love, oh. I know. Weißt du, wenn ich den schon sehe, denkst du an dieselbe Person. Sind wir fertig? Zara, wir laufen auf der Straße, weil es keine Treppen mehr gibt. Sind wir gleich zum Auto und dann geht's los. Nach Hause, chillen, umziehen, Jogger an und danach gehen wir Avatar gucken. Mit meiner Frau gehe ich Avatar gucken heute. Schatz, freust du dich? Ja. Sehr gut. Bis gleich, wenn wir zu Hause sind. So Leute, und jetzt kurz und knapp, jetzt kommen wir nämlich zur Outfit-Vorstellung für einen 3-Stunden-Film, wie man sich am besten kleidet. Viel Spaß und genießt die Show. Yeah! Schatz, hast du noch letzte Worte? Nein? Sag ein Zitat. Zitat zu Ende. I drink till I'm drunk, yeah. Smoke till I'm high, yeah. Castle on the hill, well, wake up in the sky. You can't tell me I ain't fly. You can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly. So, wir fahren jetzt los. Ins Kino. Und gehen jetzt den Film Avatar gucken. Die blauen Menschen. Viel Spaß beim Treiben, wir sehen uns, wenn wir wieder da sind. Ich komm ins Gerichtssaal mit Zahnstocher. Wie du überkannst auf dein ganz locker. Ich schlag Ordnungsbeamte in Ordnung, du Schlampe. Warte mal, bist du nicht von George Bush die Tante? Ich geb dir 10 Euro. Sie will blasen, sie fragt, bist du gut? Nein, der Bruder vom Bin Laden. Ich schlag schockerweise Dollarscheine. Ich schlag an der Rocker, mein Leib, hey, mach mal locker, Kleider. Sandy ist auf, guck sie, spreng sie im Schlauch. Wir sind da. Kino. Gib ihm, jetzt gehen wir rein, Popcorn holen erstmal. Nee, und Cola, weil kein Bock auf Popcorn. Und dann gehen wir in den Film rein. Ich habe meine große Cola bekommen, Schatz. Die kleine Cola. Wie gespannt bist du? Sehr gespannt. Ich sag euch ehrlich, meine Hoffnungen sind groß. Meine Erwartungen sind sehr groß, aber wir kommen jetzt nicht rein. Ah, da rein. Okay. Ja, 11. Meine Erwartungen sind groß, also viel Spaß. Sind wir einfach jetzt bei Megas gelandet. Es gibt einfach so dreiste Menschen auf dieser Welt. Das ist wirklich wow. Es gibt so dreiste Menschen auf dieser Welt. Das ist der Wahnsinn. Was wir gerade im Kino erlebt haben, das ist wirklich, das kannst du niemandem erzählen. Das kannst du niemandem erzählen. Das packt mich bis jetzt immer noch ab. Also Leute, guck mal. Wir fahren die Geschichte von neu an. Gegen Kino, alles top, super. Wir haben uns richtig gefreut. Kino, Avatar gucken, brutal. Gehen wir rein, Film läuft. Hat angefangen, 22.15 Uhr. 22.30 Uhr hat Film komplett angefangen. Film geht 3 Stunden. Gucken uns den Film an, super. Erstmal gehen wir rein, Plätze weg. Haben wir Scheiß drauf, wir setzen uns woanders hin. Dann kamen irgendwelche anderen Leute. Und meinten dann so erstmal, ja, schaut mal, ey, seid auf unserem Platz. Haben wir halt gesagt, hier, nein, guck mal. Und unsere Plätze sind auch besetzt, geht nicht fertig. So, wir sitzen hier, Punkt. Haben uns hingesetzt,
Dann sitze ich zwei neben uns, also Sohn, Sohn und meine Freundin, also ich, meine Freundin Fabienne und neben ihr der Vater und die Mutter. Und wir geben uns halt den Film und der Sohn kam erstmal schon mit Maske rein. Das war ja schon so eine Sache, so, okay, warum kommst du mit Maske rein? Egal, Film läuft. Vielleicht so 40 Minuten vor Filmende, 45 Minuten vor Filmende, fängt es ja erstmal an. Dann geht's los bei ihm, fängt er an so zu machen. Und ich beobachte ihn, aber er hat die ganze Zeit gegessen und ich hab's nicht gemerkt. Und er macht so, scheiß drauf, so, egal. Auf einmal höre ich so ein Rascheln. Sie guckt doch voll fokussiert auf den Film. Sie hört so ein Rascheln, ich guck so hin und der ist halt so vorgebeugt, ne? Ich denke mir nicht dabei so, weil davor ist von einem anderen die Pommes runtergefallen, hat sich genauso, die Popcorn runtergefallen und es hat sich genauso angehört. Ich guck hin, ich denke mir, okay, der hat bestimmt gerade Popcorn ein oder so. Dann ich guck weg und ich höre das Rascheln und hört einfach nicht auf. Ich denke mir, wie viel Popcorn hat der überhaupt? Dann gucke ich genau hin und ich denke mir, fuck, dann habe ich realisiert, er hat einfach gekotzt und ich saß neben ihm. Er hat einfach losgekotzt. Ich guck an, ich komplett rüber und sehe dann so, was macht der da? Kotzt der? Ich sag, Schatz, fuck, ja. Sie haut einfach raus. Ihr iPhone 14 Pro Max, was schon aussieht wie ein iPad. Taschenlampe an, der Kino war hell. Sie hat diese Flutlichter angemacht. Voll dahin. Die sagt, willst du nicht aufstehen? Ich sag, doch, doch, komm, wir gehen. Da hat sie, ja, lass raus. Dann gehen wir raus, dann kam der Vater zu mir, also der kam da durchgequetscht, sagt dann, geh mal zur Seite. Ich guck den an. Ich hab den dann gesagt, fick dich. Hör mal zu, dein Sohn kommt. Ich stehe schon auf. Du hast ihm noch Taschentücher gegeben oder so, ne? Du hast mir irgendwas aus deiner Tasche rausgeholt. Ich? Ja. Nein. Also ich sitze da so und ich sag doch zu dir so, ich so, kotzt der. Auf einmal die Mutter, die hat ja die ganze Zeit geguckt, anstatt die aufsteht oder so, die guckt einfach so, die sitzt da und guckt den an. Und dann bin ich so hingegangen, der Vater sitzt da so, ich mach richtig so, der kotzt, steh doch mal auf. Und dann, deswegen hab ich ja Taschenlampe angemacht, weil der es nicht gecheckt hat. Dann war so dreist. Also echt dreist. Dann laufen wir raus und ich gucke meine Hose an und ich habe noch weiße Air Force an. Clean, weiß, clean, kein Dreck, nichts dran. War da einfach Kotze dran. Ekelhaft. Toilette gegangen, erstmal abgewischt, komme ich raus, steht sie einfach noch an dieser Tür von diesem Kino so und man guckt mich genau so. Was ist los? Wie dreist kann man sein? Was? Ich platze gleich. Ich sag, warum? Was passiert? Bleiben die eiskalt einfach mit dem da drinnen sitzen? Ja, schon. Bleiben die einfach eiskalt mit dem da drinnen sitzen und gucken sich den Film an? Wo ich mir denke, weil der hat ja angefangen. Sie hat dann gesagt, ey, der kotzt. Bevor der Vater aufgestanden ist, bevor die, okay, die Mutter ist so sitzen geblieben. Aber bevor die irgendwas gemacht haben, sind Leute vor uns in der Reihe aufgestanden, sind rausgegangen. Da sind, ich glaube, so ein Mann ist rausgegangen und gesagt, ich hole so einen, der für Hygiene und für irgendwie für diese Gesundheit zuständig ist. Mhm. Ist rausgerannt. Erst nachdem die sich in Bewegung gesetzt haben, fremde Menschen, ist der Vater aufgestanden und hat gesagt, oh, warte, ich hau mal nach meinem Sohn. Vorher gibt er dem zu futtern bis zum geht nicht mehr. Und dann liefert er ab. Deswegen haben wir auch nicht gefilmt und so, wie wir aus dem Kino rausgegangen sind oder sonst was. Also wir sind aus dem Saal raus, als das Ganze passiert ist. Und dann Toilette erstmal alles abgewischt. Da hat sie gesagt, Abmarsch. Sind wir auch direkt abgezogen. Und jetzt mussten wir kurz mal Zwischenstopp durchatmen. Sind wir gerade zu Megas gefahren. Zwischenstopp, einmal kurz durchatmen. Weil, keine Ahnung, also das war wirklich zu viel in dem Moment. Wir werden jetzt auch einfach nur noch hier essen, Leute. Dann werden wir auch nach Hause gehen, schlafen, drauf klarkommen. Ja,
wie gesagt. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert gerne. Ja, Leute, haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.